Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video werde ich euch die unsterbliche Partie von Wilhelm Steinitz zeigen. Steinitz war der erste Schachweltmeister, der zwischen 1886 und 1894 regiert hat. Er ist auf diesem Kanal schon ziemlich gut weggekommen, muss ich sagen. Ich habe schon einige Partien von ihm gezeigt, zum Beispiel die erste Partie von seinem WM-Kampf 1886 gegen Johannes Hermann Zuckertort. In diesem Video aber kommt jetzt seine schönste Partie. Fangen wir an. Es geht los mit erstens E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, italienische Partie, Läufer C5, C3, Springer F6. Manche ahnen schon, was kommt hier. D4. So, E mal D4. Und jetzt hier, was habe ich auf diesem Kanal schon gezeigt? Klar, kurze Rochade habe ich schon gezeigt hier, den italienischen Killerangriff. Na? Gut, diese Partie hier zwischen Steinitz und, ich habe gar nicht den Namen des Gegners genannt, fällt mir gerade auf, Kurt von Badeleben. Und die Partie fand statt Hastings 1895. Na, ich war so in Steinitz gerade fixiert, dass ich komplett vergessen habe, wer sein Gegner war in dieser Partie. Gut, C mal D4 hier. E mal D4. Und jetzt nimmt Weiß erstmal wieder mit dem C-Bau. C mal D4. Der italienische Killerangriff war damals noch nicht so bekannt. Es wurde sehr viel diese Variante hier gespielt. Die ist inzwischen komplett aus der Mode gekommen, weil man kennt inzwischen sehr gute Gegenmittel mit Schwarz. Läufer B4 Schach. Springer C3. So, und hier das Beste hier ist, Springer schlicht E4, einfach diesen Bauern zu nehmen, den Weiß anbietet. Und die Theorie sagt hier, dass Schwarz vielleicht sogar etwas besser steht, wenn beide Seiten die Theorie kennen. Gut, wollen wir uns nicht mit aufhalten mit diesen Details. Von Badeleben spielte hier D5. Weiß nimmt raus auf D5, Springer schlicht D5. Und jetzt sehen wir schon, die E-Linie ist geöffnet. Muss man schauen, ob man den schwarzen König nicht attackieren kann, ne? Wir machen kurze Rochade und planen hier natürlich mit Turm E1 den schwarzen König hier anzugreifen. So, momentan hat Schwarz das Problem, dass dieser Springer auf D5 zweimal angegriffen ist. Muss er sich drum kümmern, um diese Drohung. Schwarz spielte hier Läufer E6. Alternative wäre gewesen, auf C3 zu schlagen, zum Beispiel mit dem Springer. Dann folgt B schlägt C3. Und hier ist es zum Beispiel sehr gefährlich, mit Schwarz auf C3 den Bauern zu schlagen, weil dann folgt Dame B3 und Weiß fängt an, hier schon zu attackieren. Man kann hier den Turm opfern, vorübergehen. Man schlägt dann aber auf F7 mit Schach. Der König muss nach F8. Hier kommt Läufer A3, Schach. Der Springer muss dazwischen. Und hier gibt es eine extrem starke Kombination. Wirklich eine extrem starke Kombination, eine wunderschöne Kombination. Warum eigentlich? Ich muss mal schauen. Läufer G8, Turm schlicht G8. Läufer G8 droht matt auf F7. Ne? Turm schlicht G8 und jetzt Springer E5. Ah, jetzt habe ich es. Springer E5, es droht matt auf F7. Und das Problem ist, es droht aber auch matt Schach auf F3. Also wenn die Dame jetzt Dame E8 spielt hier, also Schwarz Dame E8, um das Matt hier abzudecken, dann folgt Dame F3 Schach. Problem ist, der Springer ist gefesselt hier auf E7. Schwarz kann nur den Läufer dazwischen stellen, Dame schlicht F5 und dann ist es matt hier, ne, am Ende. Schönes Ding. Zurück zur Partie, neuntens kurze Rochade. Schwarz spielte hier Läufer E6. Turm E1 ist jetzt hier ein starker Zug, aber Steinitz spielte Läufer G5. Entwickelt den Läufer, greift die Dame hier an. Das muss Schwarz parieren. Der beste Zug wäre jetzt gewesen, Dame D7 einfach abzuhauen. Aber Schwarz stellte den Läufer dazwischen und blockte so den Angriff auf die Dame. Und jetzt spielte Weiß sehr, sehr stark auf. Hier gibt es viele mögliche Möglichkeiten, viele Schlagmöglichkeiten im Zentrum. Und Steinitz wählte völlig korrekt hier Läufer schlicht D5. Es folgte Läufer schlicht D5. Schwarz könnte auch auf G5 schlagen. Aber dann folgt Läufer schlicht F6, F mal E6 und dann kann Weiß schon im Zentrum mit D5 vorgehen und dann mit Turm E1 Schach den König attackieren. Hier hängt alles so ein bisschen, ne, von Schwarz und der schwarze König steht hier
Völlig, völlig offen. Das wird er nicht überleben. Gut, gehen wir zurück zur Partie. Läufer D5, Läufer schlicht D5. Jetzt kam Springer schlicht D5. Dame schlicht D5, Läufer schlicht E7, Springer schlicht E7. Also wir sehen, ganz viel wurde hier getauscht schon. Meine Güte, materiell ist es vollkommen ausgeglichen, aber drei Leichtfiguren sind vom Board. Aber das Problem ist für Schwarz, der König steht noch in der Mitte. Na? Wir wissen von den goldenen Regeln, dass man sehr schnell rochieren sollte, um den König in Sicherheit zu bringen. Was sollte man hier im Spiel mit Weiß? Klar, man sollte die Rochade des Gegners verhindern mit Turm E1. Auf die offene Linie stellen und greift den Springer an hier und verhindert, dass der König wegrochiert. Schwarz spielte jetzt hier F6, machte sich ein Loch hier auf F7 und wollte künstlich rochieren mit König F7. Schwarz, Weiß, immer dieses Verwechseln von Weiß und Schwarz, das ist echt witzig. Dame E2 droht hier Schachmatt auf E7. Schwarz muss die Dame zurückziehen, Dame D7. Welche Figur spielt bei Weiß noch nicht mit? Der Turm auf A1. Wohin mit dem? Entweder nach C1 oder D1. Turm AD1 würden die Computer jetzt spielen, aber Steinitz spielte den etwas menschlicher aussehenden Zug, Turm AC1. Stellt ihn auf die halboffene C-Linie. Sieht total logisch aus, wenn ich ehrlich bin. Schwarz reagierte jetzt mit C6. Nachvollziehbar. Möchte versuchen, das Feld D5 zu blocken und dort eventuell später mal den Springer hinzustellen. Besser wäre gewesen König F7 hier allerdings. Sofort aus dieser Fesselung auf der E-Linie rauszugehen. Gut, dann wäre das auch keine unsterbliche Partie geworden, wenn ich ehrlich bin. Es kam C6. Und jetzt kommt ein sehr starker Zug von Weiß. Er schafft es, die Stellung noch mehr zu öffnen und den weißen Springer auf F3 zu aktivieren. Mit welchem Zug kann er das erreichen? Genau, mit D5. Greift den Bauern C6 an und vor allen Dingen, noch viel wichtiger, macht er dieses Feld frei für den Springer. Und wir sehen, der Springer wird gleich mit verheerender Wirkung ins Zentrum gelangen. Schwarz nahm auf D5, Springer D4. Wir sehen, Weiß hat alle seine Figuren optimal aufgestellt jetzt, ne? Insbesondere der Springer auf D4 sieht wirklich wunderschön. Also Springer fühlen sich wirklich fantastisch, wenn sie im Zentrum stehen, ne? Das ist wie eine ganz, ganz große grüne Wiese für sie. König F7. So, jetzt geht der Springer hier rein, nach E6. Droht Turm C7, ne? Weil der Springer auf E6 steht. Und gleich kommen noch weitere taktische Motive hinzu, werden wir sehen. Schwarz versucht sich hier mit Turm HC8 zu wehren. Er würde nur allzu gerne hier Material tauschen, ne? Die Türme über die offene C-Linie. Jetzt zeigt aber Steinitz sein taktisches Können. Er spielt hier Dame G4. Dame G4. Was droht das? Dame schlicht G7 droht vor allen Dingen, ne? Und es droht hier so ein Abzug eventuell. Springer G5. Mit der ungedeckten Dame auf D7, ne? Es kam erstmal G6, weil den Einschlag auf G7 musste Schwarz verhindern. Und jetzt folgte Springer G5 Schach. Greift die Dame auch gleichzeitig an auf D7. Deswegen muss der König zurück nach E8, ne? So, und jetzt kommt der fantastische Abschluss dieser Partie, weswegen sie auch weltberühmt wurde und in allen Büchern zu finden ist, in denen klassische Partien analysiert werden. Wie gewinnt hier Weiß Material und letztendlich innerhalb von einigen Zügen die Partie? Mit wirklich unglaublich schönen Kombination und auch einem sehr ästhetischen Ablauf jetzt in den folgenden Zügen. Also wirklich sieht man selten. Es kam jetzt, ihr dürft natürlich das Video immer pausieren, wenn ich so eine Intro mache zu einem schönen Zug, das wisst ihr, muss ich nicht jedes Mal erwähnen, oder? Turm schlicht E7. Schach. So, die Pointe ist, wenn die Dame nimmt, dann hängt einfach dieser Turm hier. Ne? Mit Schach. Deswegen kann Schwarz nicht mit der Dame auf E7 nehmen. Warum kann er nicht mit dem König nehmen? Wegen Turm E1 Schach. Der schwarze König muss die schwarze Dame decken, also bleibt in der Nähe. Hier folgt König auf König D8, folgt übrigens Springer E6 Schach. Ne? Gucken wir uns also König D6 an, Dame B4 Schach.
Ja, was soll Schwarz machen hier? Wenn der König auf die C-Linie geht, kommt Turm C1 Schach oder Springer E6 Schach. Deswegen Turm C5 können wir uns mal anschauen. Hier folgt aber Dame E4 Schach, König C6, Turm E6 Schach. Der König läuft weg, A4 Schach. Was ist hier los? Wird gejagt über das ganze Brett. A5, B4 Schach und König schlägt A4, B schlägt C5. Weiß gewinnt hier Material letztendlich und der schwarze König wird immer noch gejagt. 1-0. Gut, gehen wir zurück zur Partie nach Turm schlägt E7, König F8. Der König versucht wegzurennen. So, Weiß gewinnt hier nicht so leicht, weil Schwarz hat hier die Gegendrohung auf der C-Linie. Es droht matt. Der weiße König hier auf G1 ist gefährdet. Wir können also nicht die schwarze Dame schlagen auf D7. Es kommt Turm F7 Schach. Ein toller Zug. Die schwarze Dame kann den weißen Turm immer noch nicht schlagen, weil der Turm auf C8 hängt. Das hatte ich schon beschrieben in der Variante zuvor. Der König läuft weg, König G8. So, und jetzt kommt wirklich ein weiterer wunderschöner Zug. Turm G7 Schach. Wahnsinn. Der weiße Turm jagt den schwarzen König. Was für eine tolle Jagd. Problem ist, der König kann nicht nehmen, weil Dame schlägt D7, die Dame gewinnt. Die Dame kann nicht nehmen, aus dem gleichen Grund, den ich jetzt schon paar Mal erwähnt habe, weil der Turm auf C8 hängt mit Schach. Und der Springer auf G5 nimmt auch dem schwarzen König die Fluchtfelder. Also, der König geht in die Ecke. Und jetzt kommt der fantastische Abschluss dieser Partie, wonach Schwarz aufgab. Turm schlägt H7. Was für eine Jagd auf der siebten Reihe. Wahnsinn. Vier Schachs hintereinander auf der siebten Reihe mit dem Turm, mit dem gleichen Turm. Und dieser Turm kann nie geschlagen werden. Also völlig verrückt. Also was für eine Partie, was für eine Kombination. Also völliger Wahnsinn. Hier gab Schwarz übrigens auf und angeblich lief er einfach aus dem Raum, ohne dem Gegner die Hand zu geben. Wir schauen uns aber mal an, was wäre passiert, wenn Schwarz jetzt hier mit dem König weiter weggelaufen wäre. Nämlich nach G8. Es folgt wieder Turm G7. Welche Überraschung. So, der König geht nach A8. Problem ist, wenn er nach F8 geht. Was folgt denn hier? Dann folgt Springer H7 Schach. Und ja, spätestens hier muss er nehmen. Und dann hängt aber auch die Dame wieder mit Schach hier, ne? Und wenn der König nicht nimmt, dann ist es halt matt auf D7. Gut. Also hier König. Ne, wie ging es hier weiter? König H8. Aber hier ist ja Dame H4 Schach. Das wäre die Variante gewesen. König muss jetzt schlagen, weil er kann nicht weg. Dame H7 Schach. König F8. So, Obacht. Es droht immer noch matt die ganze Zeit hier. Ne? Wir müssen aufpassen. Wir dürfen jetzt nicht die Dame schlagen. Dame H8 Schach. König läuft weg. Dame G7 Schach. König geht nach E8. König D6 ist trivial. Dame schlägt F6. Ne? Und der König wird matt gesetzt hier. Also König E8. Und hier folgt jetzt Dame G8 Schach. König E7. Dame F7 Schach. Der König wird gejagt die ganze Zeit. König D8. Dame F8 Schach. Ich kann kaum noch sprechen. Dame E8 Schach. Springer F7. König D7. Dame D6. Endlich matt. Endlich ist er erlegt, der schwarze König. Ne? Gedeckt hier. Auch ein schönes Matt. Ne? Auch so ein leichtes ersticktes Matt eigentlich, weil der König nicht mehr ziehen kann. Ist aber nein, ist aber nicht wirklich ein ersticktes Matt. Ne? Das war's. Das war das Ende der schönen Partie. Nach Turm schlägt H7 gab ja Schwarz auf und lief aus dem Turniersaal. Ließ sich das Ende nicht mehr zeigen, aber ich habe es euch gezeigt natürlich, weil es war jetzt nicht so leicht, ne? Trivial, ne? Konnte man schon nochmal sich anschauen, das Ganze. Also, wie ich finde, eine wirklich wunderschöne Partie von Wilhelm Steinitz, dem allerersten Schachweltmeister. Aus meiner Sicht sein Unsterbliche. Ich glaube, sie wird auch so betitelt. Hat sie euch gefallen? Wenn nicht, schreibt gerne einen Kommentar oder schreibt mir einen Kommentar, für welche Partie findet ihr toll? Welche Partie kann ich hier noch analysieren auf meinem Kanal? Freue mich immer über Kommentare. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt es bitte nach. Am besten mit einem Klick auf die Glocke. Dann werdet ihr sofort informiert, sobald hier etwas erscheint. Vielen Dank.